Ja, Zäune muss ich noch lernen. Ich glaube, damit wir hier schön weiterbauen können, brauche ich Zäune. Ich komme da nicht drum herum. Alchemieboden war das, ne? Alchemieboden war das, ne? Nur dass ich sicher gehe und nicht aus Versehen was Falsches baue. Genau, ja. Der Schwefel braucht so 4 Stück, glaube ich. Hallöchen, Vernon. Mein Chat macht die ganze Zeit Witze darüber, dass ich Hausflipper spiele. Ist wirklich ein bisschen so. Aber es ist auch einfach so entspannt gerade hier. Was soll ich tun? Ja, so mega beruhigend, so ein Schloss zu bauen. Und ich hab halt so viele Projekte gestartet. Ich will die halt fertig bekommen, alle. So, ich will ja nicht, dass die Leute dann on gehen und dann ist da so ein halbfertiges Etwas und alle Halbfertig, denken sich, ja. Digga, was haben die da gemacht? So. Nee, das wäre nicht gut. Wenn die sie nicht ins gemachte Nest setzen könnten, das wäre nicht gut. Aber ich versuche auch kein schlechtes Gewissen zu haben, weil ich denke mir, ich bin heute auch einfach in der Burg aufgewacht und habe mich erschrocken. Dann Ja. dürfen die jetzt auch in der Burg aufwachen und sich erschrecken. Dachte auch, ich spiele so viel, weil ich habe immer das Problem, wenn ich so ein Projekt mitmache und dann nur so 3 Stunden mal am Tag reingucke, dann verpasse ich halt 90%, weil die Leute immer so hart reingrinden. Diesmal ist es quasi genau andersrum. Ich bin die ganze Zeit online und der Rest chillt halt. Ja, aber das ist auch besser so. Dann ist man Ja. schuld daran, dass die anderen alles verpassen. Das ist Das halt ist auch mir persönlich okay. lieber. Das ist mir Ja. persönlich lieber. Und ich habe halt jetzt auch schon einiges an Ressourcen verbraten und jetzt habe ich halt auch irgendwie dieses Bedürfnis, auch alles wieder zu farmen, was ich verbraten habe. Aber das geht ja zum Glück noch relativ schnell. Da reitet man einmal los, um irgendwie so Wieblatt zu töten, holt sich auf dem Weg einfach noch ein paar Sachen. Yo, that's Dann ist true. alles wieder drin. That's true. Ja, ich finde das jetzt besser hier unten mit dem ekelhaften Raum. Mit den Ratten Muss ich und mir allem. gleich mal angucken, den Raum. Das ist jetzt besser. Oh, ekelhafter Raum, ne? Ekelhafter Raum. Ja, aber es ist so viel Platz hier. Und jetzt haben wir hier halt Ist halt Verlies dann richtig direkt nice. daneben. Das ist auch ein geschlossenes Zimmer, da müssen wir nur noch den Boden austauschen. Und theoretisch gesehen haben wir hier jetzt auch noch einen Raum fertig, wo wir dann, falls wir doch noch einen bräuchten. Und hier ist ein Ausgang, noch einer, damit wir hier vorne einen Vorgarten haben können. Dafür brauche ich dann Zäune und da können wir die Pferde abstellen. Nur die Frage, welches Wieblatt das ist, ne? Ja, das müsste ich noch gucken. Ja, aber das Verlies ist auch ziemlich cool. Das gefällt mir. Geil. Ich habe da jetzt einfach eine Kiste hingepackt, weil das müsste reichen eigentlich für so Futter. Ich nenne die Kiste jetzt einfach mal Essen für Menschen. Menschenfutter. Menschenfutter, das ist auch gut. Menschenfutter. Sehr schön. Braucht man einen Friedhof? Hä? Ja, was ist? Ich habe gesehen, wir haben auch irgendeinen Man Thron kann freigeschalten, ne? so eine Art Friedhof machen, wo dann Skelette spawnen und die dann halt für Knochen farmen, damit man den Staub kriegt. Damit hätten wir einen Vorgarten. Ich sag's ja nur. Friedhof wäre echt passend, glaube ich. So Und ist es. hier hätten wir jetzt halt in der Theorie tatsächlich Platz für einen Thronsaal, ne? Weil ich jetzt das Verlies hier rausgeräumt habe. Da müsste man halt den Gang noch mal ein bisschen umbauen, dass das so eine Doppeltür ist, damit das auch schön episch aussieht. Aber da spricht ja nichts dagegen. Was brauchen wir denn für den Schlossthron?
Schlossthron, der ist hier irgendwo bei Burg wahrscheinlich, oder? Nee. Universal? Nee. Dominanz. Schloss. Schlossthron. Ach, das ist kein Thron. Doch, das ist ein Thron. Ach, verbesserte Blutessenz. 4, haben wir das? Ja, die haben wir. Wo finde ich die denn? Wo haben wir denn hier? Wo ist denn? Ich finde den gerade nicht. Wie heißt das Ding? Die Schlossthron. Oh, oder ich habe einen Skin dafür. Nur. Oh. Weil ich habe so einen. Ach, hier Dominanz. Ja, ich habe so einen epischen Skin dafür, nur bevor du es baust, weil da können wir den in sehr, sehr cool hinstellen. Ich glaube. Die Sachen auf die Jagd schicken, ne? Ich hätte auch gerne mal so einen Diener-Sarg. Ja. Hast du. Achso, nee, in welchem Gebäude ist das? Unten bei der Blutpresse. Bei der Blutpresse, alles also, klar. War vorher das Alchemie-Dingens hier. Dann ist das ganz wahrscheinlich unten runtergestellt. Jawohl. Kannst du kurz gucken, was man für Knoblauch-Widerstandsgebräu braucht? Ja, wo sehe ich das? In der Alchemie-Box? Brillentrompetendinger, oder? Kaubertränk, Bluthosendings, Heilungs. Ich hab das noch gar nicht, das Knoblauchding. Oh, dann hab ich das. Höllenkriegstrompete. Also, es ist insane, dass dieses Spiel nur 20 Euro kostet. Also. Hätten dafür echt mehr. Das ist lustig, dass es halt Early Access ist und einfach weiter als die meisten Spiele bei Release. So. Ja. Auch weiter ist, als die meisten Spiele jemals sein werden. Das ist ja noch viel absurder. Ja, also was soll ich sagen, außer das sieht absolut episch aus. Was denn? Der Thron? War das Sarkasmus? Nein, der ist echt cool. Mal angucken. Endlich habe ich einen Stuhl, der zu mir passt, yo. Thron. Oh ja, das sieht echt krass aus. Ja, kann was. Jetzt hier in der Mitte noch ein schönes fettes Monument. Da kann man dann die Diener losschicken, ne? Ja, yep, genau. Kann ich zu Bards Dick sagen, hey, geh mal raiden, bitte. Sein Dick. Man könnte halt jetzt überlegen, ob man diese Steinsärge, die hier sind, wegpackt und das Blutding dort in die Ecke packt oder so. Oder ob man hier, also wo hier quasi in der Ecke ist, ob man hier die Diener-Särge hinhängen möchte, also hinlegen will. Ja, die Steinsärge, die nerven halt hier ein bisschen. Yep. Und man könnte halt das Schlosszentrum, könnte man quasi hier hinstellen, theoretisch. Und dann könnte man hier auf der anderen Seite einfach so 8 Diener-Särge hinpacken mit Deko. Mhm. Ja, insgesamt gehen eh nur 7. Ach! 7. Wie kriegt man die dann schön aufgeteilt? Boah, asymmetrisch. Das ist ja furchtbar. Wir bräuchten draußen. Es war ganz cool, dass wir zu dem Teleporter rüberlaufen können, aber wir sollten draußen auch noch unseren eigenen Teleporter hinstellen. Ach, Diener-Särge brauchen Gruftboden. Das heißt, wir sollten eigentlich noch ganz gezielt eine Gruft bauen. Eine Gruft, ja. Da können wir auch die Särge generell reinbauen und so, glaube ich. Ja, dann haben wir ja unten noch einen Raum. Genau dafür. Wie viel Platz haben wir denn überhaupt noch laut Schlosszentrum?
9. Ja. Also langt schon noch für einen kompletten Raum, denke ich. Ja, aber wir haben auch noch einen leeren unten, der noch nicht benutzt wird. Ja. Und der ist auch so platztechnisch, so vom Setting her ist das auch nicht schlecht, den da unten draußen zu haben. Wenn man so überlegt, wo eine Gruft wäre. Ja, das ist doch nice. Was wollte ich gerade machen? Dann hätte man nämlich einen Friedhof da drüben direkt. Ja, dann muss ich den Stall ja trotzdem nochmal extra bauen. Dann haben wir wieder nicht genug. Ah, aber ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. Haben wir Gruftboden schon? Nee, ich glaube nicht. Also wäre mir zumindest nicht aufgefallen. Wir brauchen Kupfer, dann können wir auch unten noch irgendwo unseren eigenen Teleporter einstellen. Das wäre auch ganz cool. Wie viel Platz braucht denn der Teleporter? Der ist groß. Den kann man aber auch einfach draußen hinstellen, wenn man ein bisschen Platz hat noch. Ja, das mit dem bisschen Platz wird schwierig. Maximal ja, in diese Richtung. Wir können ja noch 9, genau, wir können ja hier noch 9 Nee, das Problem ist, dass wir durch den Weg eingeengt sind in unserem Bewegungsfreiraum. Das ist deswegen, wir sind fast am Maximum von noch platzierbaren Bereichen. Ach so, aber das hier draußen passt. Die Plätze hier, genau hier, wo ich stehe, das kann locker hin. Da hatte ich ja überlegt, ob das Sinn macht, ob wir da einen Friedhof hinpacken. Ah. Wie viel braucht der denn? Also würde der hier auch hinpassen? Ja, ich denke schon. Ich glaube, wenn man hier frei macht, könnte er hier hinpassen. Weil das kriegen wir auch nochmal. Warte mal, wo ist er denn? Ich kann einfach gucken. Durch Umwelt und Einheit gerade. Ja, der passt hier hin. Wie viel fehlt uns, damit wir den bauen können? Zwei Felder braucht er. Einfach ein paar Kupferbahnen. Das ist eigentlich eine der ersten Sachen, die man kriegt. Alles klar, dann baue ich das da auch direkt hin. Ja, ich werde wirklich gegenüber einfach dann nochmal extra einen Stall bauen. Das hat keinen Sinn. Wir kriegen das nicht alles unter. Damit die Pferde nicht mehr im Weg sind. Ist das unter Grundlagen oder wo ist das mit drin? Nee. Äußeres, Strukturen und Dekor. Da ist ein Teleporter? Ich habe da keinen Teleporter. Bei mir schon. Vampir-Durchgangstor. Haben wir schon ein Auge der Dämmerung? Nee, das haben wir gerade bekommen, als ich mich auf den Thron gesetzt habe. Okay, gut. Warum habe ich dann noch keinen... Warum kann ich dann dieses Ding nicht bauen? Das Durchgangstor? Den Teleporter. Ja, das ist das Vampir-Durchgangstor. Vampir-Durchgangstor. Bei Äußeres, Struktur und Dekor ganz links ist bei mir. Ja, nee, da habe ich nur Gartenübertöpfe und adelige Gartenbank. Ah, dann hast du den Boss noch nicht umgehauen wahrscheinlich. Ah, da muss ich noch einen Boss dafür töten. Alles klar. Diese Pferde treiben mich in den Wahnsinn. So, aber dann wird das hier jetzt offizielle Gruft. Dann packen wir hier unten diese Diener-Gruft-Dinger hin. Wo sind die? Und der Dominanz wahrscheinlich, naja, Diener-Sarg.
Ja, Gruftboden haben wir noch nicht, Leute. Ich baue da jetzt derweil einfach irgendeinen Boden hin. Dankeschön, wertige Eumel, für die 20 verschenkten Subs. Das ist super lieb. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Danke, danke. Super, super nett. Dankeschön, Dankeschön. So, ich will mal ganz kurz Pipi machen. Ich bin gleich wieder da, ihr Lieben. Ich habe mir nur mal eben Eiswürfel geholt. Ja, Leute, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Gehe ich jetzt zu meinem Fahrschulunterricht oder mache ich den am Donnerstag? Ich müsste halt jetzt los.
Ich habe halt nur noch eine Stunde übrig. Also ich habe literally nur noch eine Stunde übrig und ich muss es halt diese Woche umsetzen. Aber es ist halt egal, ob ich es heute mache oder am Donnerstag, weil ich werde eh frühestens nächste Woche zur Theorieprüfung quasi antreten. Also es ist literally egal, weil ich kann sowieso frühestens nächste Woche meine Theorieprüfung machen. Ich mache sie wahrscheinlich sowieso erst in 2 Wochen. Donnerstag fällt nicht aus. Donnerstag wird Game noch interessanter. Ja, ihr habt recht. Ich mach's, ich hau mich in die Fahrschule. You are right. You are right. Ich meine, wir sehen uns eh um 11 Uhr wieder. Und wer weiß, also ich würde es mal offen lassen. Potenziell komme ich nach der Fahrschule nochmal online. Was hält ihr von der Lösung? Dann bin ich jetzt 1,5 Stunden weg und je nachdem, wie meine Mut ist, komme ich vielleicht potenziell danach nochmal für 2 Stunden online. Dann machen wir es so. Dann haben wir alle was davon.